Vor allem im Video soll es um Cookies gehen. Nicht um irgendwelche Cookies, sondern um Cookies im World Wide Web, also HTTP-Cookies. Und wir haben in anderen Videos ja schon kennengelernt, dass HTTP ein stateless, ein zustandsloses Protokoll ist. Das heißt, es werden keinerlei Informationen zwischen den verschiedenen Requests erhoben. Ja, also jeder Zugriff ist unabhängig vom anderen. Und es wird irgendwie auch nichts zwischengespeichert, keine Historie angelegt und keine Zustände gespeichert. Und das war, als das Web laufen lernte, sage ich mal, vielleicht noch okay. Da ging es ja auch vor allem um statische Informationen, statische HTML-Seiten, die einfach irgendwo abgelegt wurden. Ja, wir erinnern uns an CERN-Forschungsergebnisse. Dort wurde dann auch an diesen Seiten nicht so viel permanent geändert. Ja, die wurden einmal auf dem Webserver kopiert und waren dann dort verfügbar, wie eben so ein, sage ich mal, statisches Blatt Papier, ein Aushang an einem schwarzen Brett. Und irgendwann hat man aber gemerkt, gerade als es dann möglich war, auch dynamische Webanwendungen zu erstellen, sprich, dass eben das HTML nicht statisch schon vorliegt als Datei, sondern dass das HTML eben erst erzeugt wird in dem Moment, in dem der Request erfolgt. Man stelle sich irgendwie vor, dass vielleicht ein Diagramm erzeugt wird oder irgendwelche Daten ausgewertet werden oder sei es nur die aktuelle Uhrzeit immer ausgegeben werden soll auf der Webseite, ja, indem ich ein kleines Programm schreibe und was es dies tut. Dieses kleine Programm erzeugt HTML und wenn eben ein HTTP-Request von einem Client gemacht wird, wird dieses kleine Programm gestartet und das Ergebnis HTML dann eben ausgeliefert. Und wenn man sich dessen bewusst ist, wird klar, okay, wenn wir also dynamisch Inhalte erzeugen können, dann sind eben auch irgendwann ja, solche Anwendungen wie Online-Shops möglich oder irgendwelche Online-Foren und so weiter. Und hier ist es irgendwie doch nötig, dass wir uns Informationen irgendwie auf irgendeine Art und Weise zwischenspeichern. Ja, also zum Beispiel, wenn ich mich irgendwo einloggen möchte in ein Online-Forum bei Facebook, wo auch immer, muss ich ja irgendwo zwischengespeichert werden, dass ich gerade eingeloggt bin, ja, und der Nutzer bin, der sich vor 10, 15, einer Stunde eingeloggt hat und nicht jedes Mal bei jedem Request meine Credentials angeben muss. Das müsste aber eigentlich sein, wenn das alles wirklich so zustandslos und stateless wäre. Da müsste ich bei jedem einzelnen Aufruf immer wieder meinen Nutzernamen und mein Passwort angeben, weil ja HTTP eben stateless ist. Das ist natürlich aber klar, dass das absolut ökonomisch unmöglich ist, ja, von Nutzern zu verlangen, dass sie sich permanent ausweisen. Oder wenn ich sowas haben möchte wie einen Warenkorb, ja, das heißt, jemand betritt einen Online-Shop, der hat sich noch nicht mal irgendwie authentifiziert, hat sich nicht eingeloggt, aber ich möchte für diese Sitzung, solange dieser Nutzer, sage ich mal, meinen Online-Shop besucht, mir irgendwie zwischenspeichern können für diese Sitzung, ja, dass es hier einen Warenkorb gibt und der gerade gefüllt wird. Das heißt, ich brauche irgendwie eine Möglichkeit, diese ganzen Anfragen, ja, zu einer Sitzung zusammenzufügen, zu identifizieren. Und dabei können Cookies eben helfen, beziehungsweise dafür wurden ja Cookies auch entwickelt. Es gibt da auch einen eigenen RFC für Cookies, ja, also das ist auch ein Internetstandard. Und die Cookie-Information, was meistens nur eine Art ID ist, wird beim Client gespeichert im Browser. Ja, das heißt, der Webserver weist den Browser dann an, vielleicht beim ersten Request oder auch irgendwann später, hier Client. Lege bitte einen Cookie an, ja, und in diesem Cookie wird eine Information abgelegt. Das ist aber in der Regel vielleicht nur eine kleine ID. Und der Browser wird dann angewiesen, dass ab diesem Zeitpunkt, wo dieser Cookie angelegt wird, immer diese Information mitgesendet wird, bei jedem einzelnen Folgerequest. Und dadurch ist es eben dem Webserver bzw. der Applikation auf dem Webserver dann eben möglich, diese Requests zuzuordnen und zu sagen, okay, die kommen alle von der gleichen Sitzung und das ist also die Sitzung, die eben den Warenkorb mit der Nummer 1234 besitzt. Ja, ansonsten hätte man noch andere Möglichkeiten, ja, wenn man jetzt hier nicht Cookies nutzen will, man könnte das dann irgendwie in die URL packen oder sowas oder in unsichtbare Formularfelder, aber das sind wirklich
Methoden, die auch viele große Sicherheitsrisiken bilden. Deswegen, ja, ist das eigentlich keine Möglichkeit. Wie sieht das Ganze dann aus? Also nehmen wir uns mal hier so einen kleinen Zeitablauf, ja, vor und schauen uns an, was passiert denn bei einem solchen Request. Ja, wir wissen ja, der Client schickt einen zum Beispiel GET-Request nach einer Online-Ressource ab und erhält eine Response. Und in dieser Response war ja, das haben wir ja beim Video zu Web und HTTP schon gesehen, ja, so ein paar Header enthalten und dann eben unser HTML. Und das Einzige, was sich jetzt eigentlich ändert, ist Folgendes, dass es einen zusätzlichen Header gibt. Ja, also wir kriegen unsere ganz normale, was ich 200 okay Response und jetzt gibt es einen weiteren Header und hier steht dann eben drin set cookie Doppelpunkt und was bekommt dieser Cookie für einen Namen, ja, für einen Key und was für ein Value, was für ein Wert. Ja, und da kann das Serverprogramm selber entscheiden, wie das heißen soll. Meistens ist das irgendwie eine Session-ID, die dann einen zufällig generierten Hash-Wert bekommt. Aber wir können uns auch hier vorstellen, dass es irgendeine Art Kundennummer ist. Ja, also der Server weiß in einer Zeile eigentlich nur, ja, in dieser Response den Browser darauf hin, doch bitte diesen Cookie anzulegen. Und ab diesem Zeitpunkt wird der Browser dann jedes Mal, wenn hier ein Request an diesen Server gemacht wird, egal zu welchem Zeitpunkt, ob das jetzt eine Sekunde, 10 Sekunden oder 100 Sekunden danach ist, immer wieder diese Cookie-Information mitsenden. Das heißt also, ab diesem Zeitpunkt kann der Server bzw. das kleine Serverprogramm diesen Request immer wieder dieser Nummer, dieser Session zuordnen. Und das ist dann auch das, was eine Session beinhaltet. Ja. Diese Cookies können dann auch noch erweitert werden. Es können sehr, sehr viele Cookies angelegt werden. Es muss jetzt nicht nur einer sein. Ja, aber das ist eben die Möglichkeit, dann diesen Client hier zu identifizieren. Und wir können uns das auch mal live im Browser anschauen, was das so ein bisschen bedeutet. Ich habe hier nochmal unsere kleine Mini-Webseite geladen, die ich in einem der anderen Videos erstellt habe. Das ist eine ganz, ganz einfache HTML-Seite. Und wir schauen uns jetzt einfach mal nochmal die HTTP-Request- und Response-Headers an. Ich habe dazu so ein kleines Plugin installiert, das nennt sich HTTP-Live-Headers. Und wenn ich jetzt diese Seite aufrufe, ja, sehen wir hier, werden zwei Anfragen gestellt. Die zweite können wir ignorieren. Unser Browser versucht hier noch so ein Icon zu laden, ja, was man normalerweise dann hier oben sieht. Es gibt jetzt aber hier kein Icon, deswegen schlägt das hier fehl. Wichtig ist, dieser erste Request sich anzuschauen. Ja. Also es wird einfach nur gesagt, okay, ja, ein GET-Request an diese URL und wir sehen, der Webserver beantwortet das dann mit einem 200 okay und sagt dann, was er für ein Server ist und so weiter und so weiter. Ja, und ansonsten passiert ja eigentlich nicht weiter viel. Also hier werden keine Cookies erzeugt. Ja, das ist alles statisch. Also das ist jetzt auch keine wirkliche Anwendung, sondern so eine statische HTML-Seite. Jetzt habe ich aber noch ein zweites kleines Skript geschrieben und das ist kein HTML mehr, sondern das ist wirklich so ein kleines Mini-Mini-Mini-Webprogramm. Ja, und werde jetzt hier mal den Request starten. Jetzt hätte ich das vielleicht noch mal clearen sollen, dann hätten wir das schöner gesehen, aber wir schauen uns hier diesen Request mal an. Und in dieser Seite wird eben ein Cookie angelegt beim Browser. Ja, und der Request, den wir uns hier anschauen müssen, ist dieser hier. Ja, also Anfrage nach test-mypage.php. Der GET-Request sieht genau gleich aus wie der an diese statische Seite. Da ändert sich gar nichts. Und auch die Response ist fast identisch. Ja, also hier 200, okay, Apache, bla 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 bla. Ja, ich scroll mal nach unten. Auch hier. Aber es gibt eine Besonderheit. So, wir schauen mal hier in die fünfte Zeile und dann sehen wir, hier steht dann set cookie PHP Session ID ist gleich 89. Das heißt, ja, jetzt wird mein Browser in diesem Moment angewiesen, hier ein Cookie anzulegen. PHP Session ID ist gleich und so weiter. Ja, der soll expire 1981, also quasi liegt in der Vergangenheit, der wird also so schnell nicht ablaufen oder ist eigentlich theoretisch schon abgelaufen. Und was der Browser jetzt macht, und das sehen wir sogar schon im nächsten Request, als mein Browser jetzt hier versucht, dieses Icon zu laden, ja, jetzt wird in jedem GET-Request hier unten eine Zeile eingefügt, Cookie
PHP-Session-ID ist gleich 89 und so weiter. Also genau der Wert, den wir einen Request vorher, einen Response vorher vom Server bekommen haben. Und ich clear das jetzt nochmal und aktualisiere die Seite jetzt hier nochmal. Auf dieser Seite passiert wirklich nicht viel, außer dass so ein Zähler hier erhöht wird. Ja, also ich kann mir hier schon merken, wie oft hat dieser Nutzer jetzt diese Seite besucht. Das heißt, daran merken wir ja schon, okay, also hier muss ja irgendeine Art Historie erzeugt werden, sonst könnte die Seite das ja nicht wissen, diese kleine Webanwendung. Aber wir schauen uns mal diesen Request jetzt wieder an, ja, an diese Seite testen MyPage und sehen, aha, der Browser sendet also jetzt jedes Mal diese Cookie-Information mit. Ja, und in der Response kriegen wir das jetzt nicht nochmal vom Browser, vom Server gesagt, dass wir jetzt irgendwas anlegen sollen, das war ja nur einmalig. Ja, aber wir merken, unser Browser wird jetzt so lange diesen Cookie mitsenden, ja, bis ich den irgendwie lösche von Hand oder so. Ja, oder bis es irgendwie die Möglichkeit gibt, mich auszuloggen, gibt es jetzt hier gar nicht. Ja, und das ist eigentlich schon der ganze Zauber eines Cookies. Also relativ simpel. Ja, also der Browser wird dazu aufgefordert, vom Webserver diesen anzulegen. Ich mache jetzt hier nochmal einen Request. Ja, und wir sehen, immer wieder schickt mein Browser diesen Cookie mit. Ja, und die Response ist dann ohne das Anlegen. Sollte ich jetzt diesen Cookie löschen, ich mache das jetzt mal, Delete. Jetzt habe ich diesen Cookie gelöscht hier in meinem Browser. Ja, und wenn ich jetzt wieder diesen Aufruf starte, wird eine neue Sitzung erstellt. Es wird ein neuer Cookie angelegt, weil ich jetzt keinen mehr mitschicke, weil ich den gerade gelöscht habe. Und jetzt werden wir wieder in der Response sehen, dass uns der Server wieder dazu auffordert, diesen Cookie anzulegen. Und wir werden auch merken, dass sich das jetzt hier zurücksetzen wird auf 1. Ja, weil das eine neue Sitzung ist, ein neuer Cookie für diesen Server, also quasi wie, als hätte ich das jetzt, würde ich das zum ersten Mal machen. Also ich lade die Seite nochmal neu und wir sehen, aha, wie ich es prophezeit habe, also in der Response sagt uns der Server hier, ich soll doch mal eine Session anlegen. Die hat jetzt auch einen ganz anderen Wert als vorher. Ja, und wir sehen auch, ah, genau, das wurde jetzt auf 1 gesetzt. Und wenn ich das jetzt neu lade, geht es weiter mit den Requests und wir sehen, ja, mein Browser fängt jetzt eben an, diesen Cookie-ID hier zu senden an den Server. Also das zu den Cookies und das Ganze finden wir dann eben auch in einem Online-Shop. Ja, also wenn wir uns zum Beispiel hier, ich lade jetzt hier mal, das ist so ein Demo-Shop von einem PrestaShop-System und wenn wir uns hier mal die Requests anschauen, ja, dann werden wir das auch irgendwo finden. Ja, genau, also hier sind jetzt auch schon etliche Cookies angelegt. Ja, die jetzt mein Browser hier schon permanent mitschickt. Ja. Also nicht immer an jeder, jetzt, ich weiß nicht, was hier alles geladen wird, wahrscheinlich irgendwelche, auch hier von Drittanbietern. Ja, also, aber zum Beispiel hier, das ist direkt eine Anfrage an diesen PrestaShop-System und da sehen wir hier Cookie. Ja, und wenn ich mir das im Cookie-Editor mal anschaue, dann werden wir auch sehen, hier gibt es also einige Cookies. Das sind jetzt sogar 4 Stück an der Zahl schon, ja, in diesem Shop-System. Und anhand dieser Cookies kann eben identifiziert werden, dass ich zum Beispiel hier was in den Warenkorb lege. Ja, so, also dieser Warenkorb, ja, ist quasi an meine Session, an diese Cookie-ID eben in dem Moment geknüpft. Ohne diese Cookies könnte das eben nicht referenziert werden, welche Anfragen hier zusammengehören. Also das zu wie Cookies. Ja, also wir sehen, wir können da so eine ID festlegen für eine Session, theoretisch für einen Nutzer. Dadurch kann man natürlich dann auch andere Dinge tun. Ja, wir können zum Beispiel das Browse-Verhalten auf unserer Seite analysieren. Das haben wir ja gesehen, ja, dass wir gesagt haben, sie waren schon x-mal jetzt auf dieser Seite. Das ist ja schon so eine ganz kleine Statistik, die ich da auch anlegen kann. Aber wichtig ist auch zu begreifen, ja, dass so ein Cookie in diesem Cookie an sich eigentlich selten wirklich sensible Informationen gespeichert werden, sondern es ist eher so eine Art ID, so eine Art Fingerabdruck dieser einzelnen Sitzung und anhand dieses Fingerabdrucks werden eben alle Requests dann zusammengeführt. Ja, also in dem Cookie an sich werden jetzt normalerweise keine zum Beispiel personenbezogenen Daten oder sowas abgelegt, ja, weil das manchmal so ein bisschen Missverständnis ist.